Norwegen. Das Land der riesigen Fjorde, rauschenden Wasserfälle, glasklaren Seen und der schroffen Berge. Etwa so groß wie Deutschland, hat aber nicht einmal so viele Einwohner wie das Bundesland Hessen. Aber erst einmal muss man da hinkommen. Und da fange ich mal von ganz Anfang an. Bevor man dahin fährt, muss man sich gut vorbereiten. Bei mir beginnt so eine Vorbereitung schon Wochen zuvor. Als erstes mache ich mir eine Liste auf meinem Handy zum Beispiel und arbeite sie nach und nach ab, um einfach nichts zu vergessen. Dann habe ich noch vor, mit meinem Freund zu tauchen, ohne Geräte, also Apnoe tauchen. Und da musste ich auch meine Lunge dafür trainieren. Das heißt, ich habe Wochen zuvor schon angefangen, meine Lunge zu trainieren und anfangs konnte ich knappe Minute Luft anhalten, was aber nicht viel bringt. Jetzt bin ich bei knapp 3 Minuten. Ist natürlich nur im ruhigen Sitzen auf der Couch, ne, das Training. Das heißt, während des Tauchgangs, erfahrungsgemäß, kann ich dann so 1 Minute unter Wasser bleiben. Dann habe ich mich auch erkundigt, ne, was gibt es da überhaupt im Wasser? Bei meiner Haiphobie ist das sehr wichtig. Zack, gegoogelt. Ja, da gibt es eigentlich keine großen Haie, also so Riffhaie oder irgendwie so Katzenhaie oder was ist da, so kleine Haie, die einem nichts tun. Da war ich schon mal beruhigt, ne? Haiphobie zur Seite gelegt, alles gut. Aber, großes Aber, da gibt es oder man kann da auch antreffen Orcas, Schwertwale, ja, genannt. Und die snacken so zu Mittag mal gerne so einen weißen Hai, ne? Das heißt, ich, der da so ab Null taucht, so langsamer als eine Schildkröte wahrscheinlich, der hat dann natürlich nicht so viele Chancen. Das Gute ist, es gibt keine Todesfälle in der freien Wildbahn. Klar, natürlich, wenn die so gefangen genommen werden, schon. Aber in der freien Wildbahn gibt es das nicht. Da war ich auch beruhigt, habe mir extra einen Neoprenanzug gekauft, den ein bisschen austariert, also Gewichte mir noch dazu geholt. Und schon konnte es auch losgehen. Ja, mit dem Ding ist der Hammer. Hier sonst richtig kalt. Aber jetzt super. Und 10 Kilo ist perfekt für Süßwasser. Das heißt, für Salzwasser müsste ich eigentlich noch ein bisschen mehr haben. Aber so ist perfekt. Ich bleib einfach unten. Ohne das Ding, ne, bin ich einfach oben geblieben. Das ist keine Chance. Ich bin schon ungefähr 15 Minuten drin. Mir ist nicht kalt. Ihr seht, ich bin gut ausgestattet, gut vorbereitet gewesen. Dass dann am Ende doch alles anders kam, war natürlich nicht zu erwarten, aber wir gehen erstmal alles der Reihe nach. Los. Oh, das ist immer so. So, wie. So. Das Maximum. Ja, wir waren jetzt. Wie Grad ist denn draußen? Woanders. Jetzt fahren wir in Urlaub. Ja, in Urlaub. Waren wir im Urlaub? Ja. Werden wir da auch schlafen? Ich weiß nicht, denn die Leute da schlafen. Jetzt da schlafen? Ja, werden wir auch da schlafen, genau. Ich will da nicht schlafen. Nein, alles gut. Ich werde gleich meinen Zuschauern erzählen, wie du so drauf bist, wenn wir bevor wir in Urlaub fahren, ne? Also überleg mal, Fenster werden geputzt, alles wird durchgewischt, alle Schubläden werden aufgemacht, bevor wir in Urlaub fahren, alles wieder durchgewischt, alles nochmal durchsortiert. Wem sagst du das? Der Kamera, sag ich das. Meinen Zuschauern. Die ist schon an. Wenn wir in den Urlaub fahren, da zeigen wir nicht den Bulli von außen irgendwie, wie er dann da irgendwo vorbeifährt, wo er entlang fährt, ja. Das heißt, es muss jemand aussteigen, also einer von meinen Kindern oder meine Frau, filmen, wie ich vorbeifahre. Ich muss wieder zurück, ne.
wenn wir zu unserem Ziel fahren, dann ziehen wir das durch. Ne? Wir sind froh, die Kinder machen gut mit, die sind begeistert, froh und wollen das nicht unnötig in die Länge ziehen. Und deswegen gibt es erst einmal keine Aufnahmen, aber zweiten Teil dafür umso mehr. Weiter geht's. Den hier nehmen? Ja. Ich glaube schon. Hier ist auch noch so eine Lichtung, weißt du? Ja. Kreisverkehr. Wer ist denn dieses Auto? Wir sind da, Lionel. Kommt mal näher. Und zwar, wir fahren jetzt zu einer Familienfreizeit erstmal. Und deswegen, schaut euch mal an, diese drei Boxen, das ist fürs Essen für die ganze Woche. Für uns alle knapp 100 Personen. Und deswegen muss ich das ein bisschen rumräumen, damit wir auch heute schlafen können. Sonst wird das nichts. Ohne den Box natürlich ist das natürlich viel angenehmer, viel mehr Platz. Ist das Müll, Susanne? Ja. Du weißt doch, wo wir einen Mülleimer haben. Oh, guck mal hier. Ich zeige dir mal unseren Mülleimer, unseren neuen Mülleimer. Wir haben sowas nicht mehr im Auto. Das ist nur noch Schnellverkehr. So. Richtig schön verstaut der Mülleimer. Meine Frau hinter der Kamera grinst und freut sich. Kein Müll, kein Gestank mehr im Auto. Schlafen wir heute mal wieder mit halber Länge, ne? Vor allem wir, ne? Ja, ich. Ja. Aber du musst dazu sagen, in Westalpen hast du nur in halber Länge geschlafen, ne? Und du bist damit richtig gut ausgekommen, ne? Ja, das ist stimmt. Mhm. Leben die noch? So, guten Morgen. Es ist richtig kalt? Nein, so kalt nicht, ne? Mit Pullover reicht's. Ne, Danny? Ja, wir sind jetzt aufgewacht. Der Platz ist wunderschön. Zumindest zum Stehen reicht das vollkommen aus. Aber jetzt frühstücken wir noch und dann geht's zur Fähre, ne? Ich habe 2,20 Meter angegeben. Mal sehen, wie genau die das nehmen, weil die Tasche ist durch den Wind jetzt so ein bisschen nach oben gebeult. Mal sehen, ob die meckern. Stunde der Wahrheit. Bahn 25. Okay. Es war schon für die Kinder sehr spannend, ja. Das erste Mal mit der Fähre. Aber jeder hat seine eigenen Sorgen, ne? Wir als Eltern dachten, boah, hoffentlich wird es uns nicht schlecht. Weil wenn uns wirklich übel ist und so und dann mit den Kindern, gerade mit so einem Kleinen, das kann schon echt anstrengend sein. Die Sorge unserer Kinder, die einzige, dass das Schiff untergeht und wir unseren Bulli verlieren. Aber das war es auch. Wir warten jetzt auf das, ob das Schiff ganz leer ist. Und dann... Hey, welches Schiff ganz leer ist? Die Fähre, ne? Jetzt fahren schon welche drauf. Die Motorräder zumindest. Dann geht's wir los. Wir sind doch hier auch das zeige ich euch kurz. Wer kommt da? Wer ist das? Ich habe schon geguckt, das ist ein Holländer. Ich habe ihm schon Hallo gesagt. Ein kleiner Tunnel. Ein Tunnel. Oha. Oha. Du sagst, wann ich Stopp machen soll. Ja. Muss ich dann einfach nur aus oder auf Rot? Auch noch nicht, lass filmen wir noch.
Schön gerade. Da ist der Bulli. Film da mal hin. Oh. Dann sieht Ben den. Da ist der andere T3. Genau. Ich film den, ne? Ja, ja, da muss man sich schon Platz suchen dort. Nee, ich meine, dann muss ich schnell nach einem Tag, dass ich einen Tor finden muss. Ein Bus! Da ist der Bus! Krass. Da ist Matthias. So sieht's in der Fee aus. Sind die, nee, sind die das? Nee, sind nicht. Oder doch? Kann ich jetzt Stopp machen? Warte, geh mal die Farbe. Hat der Wort, der gesagt hat, wir fahren hier. Und dann ging's los. Und ich habe noch nie, ich habe jetzt ungefähr 6 Fährfahrten hinter mir. Ich habe noch nie so eine unruhige Fahrt erlebt. Ich habe mich sofort nach hinten gelehnt, so ziemlich liegend, und habe meine Augen geschlossen und dachte mir, okay, wenn ich jetzt so 2 Stunden, das kriege ich hin. Wenn ich so bleiben darf, das kriege ich hin. Ja, kurze Zeit später, es verging wirklich keine 10, 15 Minuten, höre ich von links, ne, oh, gibt's doch nicht. Dann das Plätschern. Dann von rechts dasselbe. Bah! Ich dachte, das gibt's doch nicht. So kann ich hier auch nicht bleiben. Das Schlimmste, was ich gemacht habe, Augen auf. Oh, dann konnte man sehen, was die Menschen vor kurzem noch... Naja, egal, ich will nicht weiter ausführen. Ich wusste, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Irgendwo, wo wirklich keiner ist, da gehe ich hin, fertig. Ich stehe auf. Meine Frau, boah, ihr ging es nicht so gut. Sie sagt so, boah, es ist so anstrengend mit dem Kleinen, nimm den mal bitte mit. Ich dachte, das war's. Wenn ich den jetzt noch, wo soll ich denn mit dem hin? Was soll ich mit dem spielen hier? Mir ging es gar nicht gut. Ich an der Hand mit meinem Kleinen, wankend durchs Schiff gegangen. Und also erst einmal, weil es sehr wackelig war, wirklich. Und das zweite, weil der Weg schon von Menschen gekennzeichnet wurde, die es nicht bis zur Toilette geschafft haben, ging ich dann halt hin und her, bis ich dann irgendwo ankam und ich dachte mir so, ich habe meine ganze Erziehung über Bord geworfen, habe gesagt, so, stell dich da dran an diesen Tischcomputer, spiel 2 Stunden und ich hoffe, du bist zufrieden. Ich habe mich hingelegt und wollte keinen mehr sehen. Immer wieder kurz Augen aufgemacht, ist der noch da? Jo, ist er. Und weiter. Eigentlich haben wir uns vorgenommen, mit unseren Kindern in diesem Schiff, in der Fähre, Verstecken zu spielen. Hat sich dann aber erledigt. In der ersten Woche haben wir gemeinsam mit ein paar Familien aus unserer Kirche ein paar Häuser gebucht. Wir waren direkt am Fluss. Für die Kinder perfekt. Immer wieder merken wir als Familie, wie wertvoll und wesentlich unser Glaube an Jesus Christus für uns ist. In unserem Alltag, in unserer Beziehung zu unseren Kindern oder Beziehung in der Ehe. Weil wir merken, wir sind nicht perfekt und wir brauchen immer wieder die Vergebung, die wir in Jesus haben. Und da ist so ein Urlaub, wo wir gemeinsam reden und uns ermutigen können, wirklich für uns sehr wertvoll geworden. Wir sind dort viel gewandert und haben dort vieles besichtigt. Und ziemlich am Anfang gab es ein Kanurennen. Ja, und da änderten sich meine Urlaubspläne innerhalb weniger Sekunden. Ungefähr hier verspürte ich einen stechenden Schmerz,
habe zwar noch bis zum Ende durchgezogen und am Ende gemerkt, dass ich da eine offene Wunde habe und die wirklich stark blutet. Es hörte stundenlang nicht auf. Keine Ahnung, also zweimal, dreimal, glaube ich, haben wir den Verband gewechselt und der war immer noch komplett durchgeweicht, voll Blut. Das Gute ist, wir hatten da jemanden, der sich gut auskannte, die hat mich versorgt, die wusste, okay, nähen müsste eigentlich gemacht werden, aber man kann es auch so versuchen und es ging. Nach ein paar Stunden hat es aufgehört zu bluten, dann ging's und nun liege ich da. Alles, was ich geplant habe, fällt wahrscheinlich aus. In der nächsten Folge geht es in die freie Natur. Da fahren wir durch Norwegen durch, schlafen draußen in den Bullis und werden einiges erleben. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, bleibt dran.